Die Aufnahme läuft. Das Mikrofon ist an. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von uns, den Krypto-News. Sechsmal die Woche gehen wir für euch über den YouTube-Äther und versorgen euch mit den aktuellsten und wichtigsten Nachrichten aus unserem Krypto- und NFT-Universum. Wir gucken uns natürlich auch, wenn dem mal so sein wollte, wichtige Mints an, NFT-Mints. Gucken uns auf jeden Fall jeden Tag immer die Top-Sales an und verschaffen uns auch einen Überblick über die NFT-Marktplätze. Wobei, da komme ich am Ende der Sendung zu, ist es mal wieder soweit. Es wird ein, zwei Veränderungen geben. Und darüber werde ich euch dann am Ende der Sendung in Kenntnis setzen, meine Damen und Herren. Aber jetzt erstmal, lange Rede, ganz viel Sinn. Wir gucken uns die Top 100 an. Bitcoin einmal doll gedippt, dann wieder ein bisschen nach oben gegangen. Wir sind immer noch in meiner Blase, aus der können wir mal gerne raus, uns rauskatapultieren, am liebsten hierhin. Allerdings ist es immer im Moment sehr schwierig, denn jeden Tag, das ist das größte Problem, was wir hier haben, kommen neue negative Schlagzeilen. Heute Morgen hat einer unserer Noobs hat das getweetet auf Twitter, so ist das, er hat es auf Twitter getweetet oder so, meine Damen und Herren. Also folgt auch dem Kollegen, dass es wohl einen Angriff gegeben haben soll auf russischen Posten. Und die sagen, dass die Ukraine das war. Die anderen sagen wieder, dass sie es nicht waren. Jetzt sehen wir hier, dass der Kollege hier wohl wahrscheinlich die Separatisten unterstützt und vielleicht die anerkennt. Das wäre auch nicht blöd von ihm, wenn er es da erstmal eskalieren lässt. Da muss er eigentlich gar nicht direkt was machen. Wisst ihr, was ich meine? Aber ihr wisst, wir sind keine politische Sendung, allerdings müssen wir das im Moment mit reinnehmen, weil das halt der Motor ist, der den Markt gerade treibt. Und deswegen sehen wir auch, guckt euch, ja, muss ich da noch viel zu sagen, die Major Indices, hier sind mal ein paar Grüne dabei, aber die großen und wichtigen sind nun mal hier oben zu finden, alles im Minusbereich, DAX 2%, wow, der französische CAC, meine Damen und Herren. Auch 2%. Das ist schon aua. US Composite Index 1,23%. Das ist schon aua, 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 aua. Muss man einfach so sagen. Und deswegen verhält sich das bei uns immer noch so, wie sich das uns gerade darstellt. Ne? Es ist halt eine schwierige Situation. Und so verhält sich dann natürlich auch der Markt. Deswegen, wie immer, können wir uns das mal ganz kurz angucken hier. Es tut sich nicht viel, auch nichts Neues, niemand, der groß am Ausbrechen ist oder ähnliches. In den letzten 30 Tagen haben wir da ab und zu mal ein paar im grünen Bereich, aber ansonsten sieht das alles nicht gut aus. AXI hält sich hier noch, die haben ja versucht, mit ihrer Belohnungs-, also wie das Belohnungsverfahren war, das haben sie jetzt geändert. Es hatte den kleinen Push gegeben, ist aber auch schon wieder, ist auch schon wieder ziemlich verstummt. Wenn ihr Fragen haben solltet, dann wisst ihr, was zu tun ist. Ja, Osmosis macht wieder ein bisschen. Ihr wisst ja, das ist die größte Dex von dem Kosmos-Ökosystem. Was hat denn Kosmos gemacht? Ich blind? Ja. Okay. Ja, die halten sich einigermaßen. Aber auch immer noch, muss ich sagen, stabiler als andere Kollegen. Ne? Hier unter 10, ihr wisst, was das in meinen Augen bedeutet. Hier unter 20, ihr wisst, was das in meinen Augen bedeutet. Unter 50, ihr wisst. Naja, ich könnte so weiter und weiter machen. Wenn ihr Fragen haben solltet, nochmal ballert das in die Kommentare, ob ihr euch Coins kaufen möchtet, in welcher Sparte das sein soll. Vielleicht wollt ihr DCA machen, wollt ihr einen Long-Term, Short-Term halten. Whatsoever, ballert es in die Kommentare. Ich nehme das gerne in die Sendung mit auf und dann sprechen wir darüber. Wenn es dringend ist, sogar tatsächlich in der nächsten Sendung, wenn es ein bisschen Zeit hat, besprechen wir das immer sonntags. Da gehen wir nämlich zusammen live. Das wird auch auf jeden Fall beibehalten werden. Unsere Sonntags-Live-Sendung, da gehen wir zusammen live, lassen die Woche Revue passieren und am Ende haben wir eine Q&A-Sektion, meine Damen und Herren. Und da könnt ihr mich dann live auch nochmal da könnt ihr mir gerne live auch nochmal Fragen stellen und ich werde dann gegebenenfalls auf die Fragen aus der Woche eingehen. Indien, wissen wir ja, war ein bisschen Jojo die letzten Monate. Bitcoin gut, Bitcoin schlecht, Krypto gut, Krypto schlecht. Jetzt haben sie in den letzten Monaten sich eher
pro Bitcoin bzw. pro Krypto geäußert. Das soll jetzt auch reguliert werden. Und jetzt, das finde ich sehr gut, Indian Authorities crack 5.4 million Crypto Scam. Arrested 11. Following a police raid, police in Nagpur have arrested 11 people in connection with a crypto scam that netted an alleged 5.4 million. Also, die Autoritäten in Indien haben 11 Menschen festgenommen, die in einem Krypto-Scam verwickelt waren. 5,4 Millionen sind dort Menschen gestohlen worden. Man muss ja auch leider sagen, dass Indien leider eine Brutstätte von Scams, egal, also ich wollte gerade eine Sparte sagen, aber die gibt es eigentlich nicht. Aber gerade was so falsche E-Mails verschicken, ne, wo dann steht, sie haben was auf Amazon gekauft oder irgendwie sowas und jetzt müssen sie, melden sie sich mal bei uns. Und dann muss man eigentlich Geld bezahlen, blablabla. Egal. Klickt niemals auf irgendwelche Links, vor allem, wenn euch das irgendwie auch komisch vorkommt. So eine Amazon-Geschichte, melden Sie sich bei uns, jemand hat was über Ihren Namen gekauft, blablabla. Nee. Geht auf die Seite, checkt das da direkt auf der Seite ab. Wenn ihr bei euch eingeloggt seid, klickt auf keine Links. Da sind die ziemlich groß drin. Wie gesagt, ich gucke mir gerade so Scammer Payback, heißt einer. Könnt ihr euch mal angucken. Der nimmt dann genau so eine Kollegen hoch. Und gerade, was ich so gesehen habe, ist gerade Indien und Nigeria auch. Das ist schon leider eine Brutstätte der von Wirtschaftsscams generell, muss man einfach so sagen. Deswegen finde ich es aber auch gut, dass man das jetzt hier gegen vorgegangen wird. Ich hoffe nicht, dass das der letzte Raid ist, also nicht die letzte, die letzte Verhaftung, hätte ich gerade fast gesagt, der letzte Crackdown für Scams generell ist, Krypto-Scams oder andere finanzielle Scams, egal welche. Dann nochmal, wie gesagt, gerade in Indien, also Indien ist schon das führende Land, was generell Scams angeht, muss man einfach so sagen. Man muss aber auch dazu sagen, dass es zum Teil ein sehr, sehr armes Land ist. Ich war selber noch nicht da, ich kenne aber ein, zwei Menschen, die dort gewesen sind. Und die haben halt auch gesagt, wenn du in der Großstadt unterwegs bist, dann brauchst du schon, also wenn du nicht an den Touristenorten unterwegs bist, sondern auch mal da ein bisschen hingehst, wo es weh tut, auch in den Großstädten, dann brauchst du schon ein dickes Fell. Das hat schon einen Grund. Es hat ja schon einen Grund, warum die Kollegen das da machen. Die machen das nicht, weil es denen da so gut geht. Das muss man auch dazu sagen. Trotzdem, macht weiter, Indien. Generell weltweit, geht gegen Scams vor. Brauchen wir nicht. Intel, es ist ja nicht so, dass wir, egal welche Branche es mittlerweile angeht, Global Player bei uns im Krypto-Universum haben. Intel ist jetzt nochmal offiziell beigetreten quasi. Und zwar, Intel unveils new Bitcoin Mining Chip and 3,600 watt mining rig. There's also evidence to suggest that Intel is already working on its second generation mining chip. Wir lesen uns das kurz zusammen durch, was ich geblutet habe, und dann sprechen wir kurz und knackig drüber. The first thing to note about the BMZ1 chip, also der Chip, den sie da hergestellt haben, is that it's an application specific integrated circuit, meaning it's designed to carry out specific tasks, in this case mining Bitcoin, with a performance that purportedly 1,000 times better at mining per watt of energy than a GPU. In sum, also zusammengefasst, the BMZ1 is expected to save a ton of energy. Also, die Kollegen haben einen Chip rausgebracht, mit dem man Bitcoin minen kann. Also, es ist eigentlich das wäre ein bisschen kompliziert, das jetzt aufzubröseln. Also, es ist auf jeden Fall eine Applikation, diese hier, die ASIC-Applikation, die dafür designt wurde, spezifische Aufgaben zu erledigen. Und in diesem Fall ist es Bitcoin minen. Das soll allerdings, ja, und das soll so sein, dass es über 1000 Mal better. Das schneiden wir raus. Nein, das machen wir nicht. Dass es also über 1000 Mal besser bzw. effizienter ist, ne, per Watt als ein GPU, mit dem man ja im Moment Bitcoin meint. Also es soll wohl sehr, sehr viel Energie sparen. Hier unten steht auch nochmal irgendwo, dass Michael Saylor wohl schon einige von diesen Chips bestellt hat für seine Firma.
Und es wird auch schon darüber geredet, dass sie jetzt schon daran arbeiten, also dass sie jetzt schon an der nächsten Generation dieses Chips arbeiten, der dann natürlich noch energieeffizienter und umweltfreundlicher sein soll, was auf jeden Fall in unserem Sinne ist. Das ist nämlich immer noch eines der größten, ja, eine der größten Legenden, die um Krypto geschürt wird, dass nur wir, also unser Krypto-Universum, umweltunfreundlich und energieuneffizient ist. Denn noch, ich wiederhole mich da und wiederhole mich da, wenn ihr da mal darauf angesprochen werdet, dann bittet die, also gerade wenn es um Energieeffizienz und Carbonausstoß geht, und das sind ja die beiden Themen, Energieeffizienz und Umweltunfreundlichkeit, dann würde ich sie darauf hinweisen, wenn dem so ist, dass sie dann, also dass es wirklich so ist, dass sie nicht finanzielle Instrumente benutzen möchten, mit denen man viel Energie verbraucht, dann müssen sie sofort aufhören, ihre Bankkarte zu benutzen, damit irgendwo zu bezahlen, egal was du damit bezahlst, aufhören, aufhören YouTube-Videos zu gucken und aufhören Banküberweisungen zu machen. I'm just saying. Warum? Das wisst ihr. Nächster DAO am Start. Bis jetzt haben wir ein paar DAOs gehabt, die gute Ideen hatten. Ich weiß gar nicht, das muss ich mal, wie hieß der denn? Das muss ich mal gucken. Es gab doch auch mal so einen, der, die wollten noch ein NBA-Team kaufen. Krause. Wie hieß der denn? The Krause House? The Krause House DAO? Krause House DAO? Da. Der war das doch, oder nicht? Und hier, The Gameplan, ja. Und hier konnte man sich doch die. Hier könnte man sich doch die, so mäßig NFTs kaufen. Könnt ihr euch daran erinnern? Da haben wir eine Sendung drüber gemacht und dabei hat man dann Lifetime Passes bekommen für das Team, welches man sich dann kauft. So, das gab es dann von VIP-Plätzen bis irgendwo, also unterm Dach. Oh, wow, okay, eine zweite Season ist underway. Gucke ich mir nochmal an, was da in der zweiten Season bei rauskommt. Also, sie sind anscheinend noch am Start und wollen, wie gesagt, ein NBA-Team kaufen. Die Kollegen hier möchten jetzt ein NFL-Team kaufen. Und zwar keines, kein geringeres als die Denver Broncos. Sie sind mit einer der größten Franchises weltweit immer noch. Und vor allem in den USA sehr, sehr angesehen. Und ein DAO, also eine Decentralized Autonomous Organization, möchte den nun kaufen. Dafür braucht man allerdings so um die 4 Milliarden Dollares, denn auf 4 Milliarden Dollares sind die Broncos valuiert, also das sind sie wert. Das bedeutet, man braucht dann ja, Minimum 4 Milliarden Dollar und dann muss natürlich der Besitzer auch nochmal verkaufen wollen. Ich weiß gar nicht, ob der verkaufen möchte. Ich weiß, ich gucke ja ein bisschen Football. Ich weiß, dass sie gerade ein bisschen am Umstrukturieren sind, aber ich habe jetzt nichts gehört, dass sie verkaufen wollen. Muss man sehen. Aber hier steht das nochmal. Den Vorteil, den die Kollegen haben, das ist die Initiative, meine Damen und Herren. The Initiative. Initiative. Nein, also, wer ist meine Damen und Herren? The Initiative, unlike many other DAOs, actually has some political support too. Colorado Governor Jared Polis told CNBC at ETH Denver over the weekend that he would be excited to be a part of the DAO's ambitions. The challenge will be, it will take a lot of money, but you know what? If your imagination is big enough, then it can happen. And anything can do. And anything I can do to make it happen, I'd be happy to. Also, im Gegensatz zu allen anderen DAOs, soweit ich weiß, hat dieser DAO auch politische Unterstützung. Und zwar von dem Gouverneur von Colorado. Wir wissen ja, dass Denver in Colorado liegt, meine Damen und Herren. Und der Gouverneur unterstützt dieses Programm, beziehungsweise diesen DAO, und sagt sogar, dass er alles in seiner Macht Stehende tun möchte, damit er würde glücklich. Also er wäre glücklich damit, wenn er diesen DAO unterstützen könnte in, meine Güte, mit allen seinen Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung stehen, um dann tatsächlich das Unmögliche möglich zu machen und die Denver Broncos zu kaufen. Da bleiben wir wie immer auf jeden Fall am Ball. Und morgen, Leute, der Kollege, ich glaube 150 Sand. Kosten diese Snoop-Avatare. Es kommt eine Snoop Doggy Dog NFT-Kollektion raus. Snoop Dogg drops 10.000 Playable Sandbox Avatar NFTs.
Mint a unique doggy and explore the metaverse in style. Es kommt auch ein Whitelist Mint, da habe ich mich auch schon, ja, wie bei einigen anderen Projekten auch, natürlich versucht anzumelden, kein Glück gehabt, aber morgen ist definitiv der, der Public Mint. With the memory of the Sandbox Alpha release still fresh and the funky music from the Snoop Dogg concert still in the mind, prior to the new season, Sandbox is giving to launch a grand collection of unique Snoop Dogg NFT avatars that are fully playable in the game. Minting will be on, also morgen, 22.02. 10 PM UTC, das ist um 23 Uhr. CET, Central European Time, meine Damen und Herren. Also bei uns 23 Uhr morgen. Hier ist nochmal die Twitter-Seite. Ich werde die nochmal für euch... warum ist das hier? Das ist nicht die richtige. Egal. Ich verlinke das natürlich. Hätte ich gerade fast gesagt. Nein, die Links sind natürlich wie immer in den Kommentaren. Unter den Kommentaren hätte ich gerade wieder fast gesagt. Was ist denn mit mir gerade? Nein, die sind bei uns in der Beschreibung drin. Ihr wisst ja, da sind alle wichtigen Links drin für... NFT-Marktplätze, wenn ihr wissen wollt, wie die Rarity von euren NFTs ist, aber auch immer heutige Links sind auch immer darunter. Bedeutet, wenn wir ein Thema haben wie heute und ein NFT-Projekt zum Beispiel besprechen, dann werde ich euch zumindest gleich die Webseite und einmal die Twitter-Seite bei uns in die Beschreibung nageln, meine Damen und Herren. So, das hier ist die Seite, so ungefähr sollen die Kollegen aussehen. Könnt auch sehen hier, 59.000 Follower, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Was mich auf jeden Fall bullish macht, ist Snoop, weil Snoop wirklich jemand ist, der auch sehr angesehen ist im NFT-Universum. Und wenn der was hier macht, dann hat das auch Hand und Fuß. Wir wissen, dass er, dass sein seine Mansion, also sein Haus in L.A. wurde die 1:1 in the Sandbox nachgebaut. Da konnte man sich dann ja die Grundstücke drum kaufen. Und die Avatars von ihm sind natürlich auch full playable im The Sandbox-Spiel. 10.000 Stück gibt's davon. Each uniquely cool doggy avatar can be playable in the second season of the game to attend events and concerts, complete quests, hang out with friends and explore the metaverse like a celebrity. Imagine going to a Snoop Dogg concert in a funky doggy. Also, wenn die zweite Saison anfängt, wir wissen ja, die erste war gerade, denn es ist ja noch kein voll spielbares Spiel. Das darf man immer nicht vergessen, wenn man The Sandbox hat. Auch die Central Land. Habt ihr die Central Land schon mal angespielt? Ich sag das jetzt mal so in den Raum rein, es ist ein bisschen hakig. Es ist ein bisschen hakig. So würde ich das jetzt mal beschreiben. Aber alles gut, wenn die das umsetzen möchten, was sie können, dann wird das auf jeden Fall sehr nice. Und ich glaube schon, dass man mit den Kollegen auf lange Sicht auf jeden Fall, Leute, auf lange Sicht easy bleiben, auf jeden Fall Geld verdienen kann. Denn nochmal, der Kollege wird sich dahinter klemmen, der wird Gas geben, damit das auch so funktioniert, damit das auch gut wird. Und ich muss mal gucken, ob ich heute noch ein NFT verkauft bekomme. Ansonsten habe ich keinen Dry Powder. Deswegen werde ich wahrscheinlich die Kohle nicht haben. Oder muss mal ganz kurz gucken, wie ist denn der Sandkurs? Dant. So Dant. D-A-N-T. Ja, es ist ein Insider, meine Jungs wissen, was los ist. $3.14, $450. Also mit den Mintgebühren werdet ihr wohl so bei 400 bis 500, hier so sehen die nochmal aus, $550 werdet ihr dabei sein. Aber ich glaube schon, dass sich das lohnt. Jetzt muss ich mal überlegen, ob ich irgendwo nochmal was, ein bisschen Geld locker machen kann, beziehungsweise ich habe noch ein bisschen Liquidity Mining, so ein Huni. Warten wir mal ab. Ich versuche da auf jeden Fall morgen irgendwie reinzukommen. Wenn ich noch irgendwie einen Whitelist-Platz bekommen sollte hier, dann mache ich das sowieso. Würde euch aber auch ans Herz legen, da vielleicht versuchen reinzukommen. Oder wenn ihr ein bisschen Geld über habt gerade, ihr wisst nicht, was ihr damit machen sollt. Ich habe euch gerade eine gute Idee gezeigt. So, dann, Top Sales. Oh, schön, ein Tag ohne Wash-Sales, so wie es aussieht. Ganz normale Verkäufe. CryptoPunks, hier die Central Land, wieder ein Stück Land verkauft worden. Weiß nicht, was das ist, aber achten wir erstmal drauf, wenn das wieder ganz normal auftaucht. Webland, Penthouse, okay. 3 Monaten.
Für ein, das sind immer wieder die schönen Geschichten, ne? Für ein Ethereum verkauft worden. Der den hat zwar ein bisschen teurer verkauft, aber okay. Obwohl du hast auch 35 weniger gemacht, ne? Eieieiei. Autsch, 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 autsch. Penthouse. Das muss ja Webland. Das muss ja irgendwie ein Spiel sein, oder was? Webland. Sagt mir gerade gar nichts. Muss mal ganz kurz anders. Webland. Das sieht mir alles nicht. Das sieht mir alles wie nicht korrekte Connections. Ja, das ist hier auch irgendeine Scam-Seite. Ich wollte gerade sagen, das sieht auch alles hier nicht. Das sieht alles nicht korrekt aus. Webland, warten wir mal ab, ob da nochmal was reinkommt in die Top-Verkäufe, genau wie der andere Kollege hier, den wir hatten. Ja, war das dieser Celestial Cake? Where my Vans go? Oha, Webland. Okay. Ah, nee, guck mal, das ist doch auf jeden Fall Wash Trade hier. Okay. Okay. Wash Trade 90. Ah, nee, 90659045. Ich nehme das wieder zurück. Doch kein Wash Trade. Webland. Nochmal werde ich im Auge behalten. Die NFT World habe ich gestern, vorgestern gefunden. Es gibt, also ich habe so viele Projekte noch gefunden. War mal wieder am Grinden die letzten Tage, die einen unfassbaren Floor haben, wo kein Mensch drüber geredet hat, noch nie was von gehört. NFT Worlds hatte ich zwar schon mal was von gehört, aber mich nicht weiter dahinter geklemmt. Die haben, glaube ich, auch 15 Ethereum oder so. Clayton, Ante Clayton ist ja auch eine sehr gehypte Kryptowährung. Die haben auch Land rausgebracht. Ich glaube, es kostet 35.000 oder so. 35.000 Clayton, das billigste. Ihr könnt ja mal gucken, was ein Clayton kostet. Also, ja, sonst nichts Neues. Ich hoffe natürlich, dass ich Internet-Game-mäßig da was Nices bei abfische. Er hat gestern wieder zugeschlagen. Also, wir konnten wieder in der Community entscheiden, was da zugekauft wird als Preispool. Und ja, es ist, also ich schätze mal, das billigste. Der schlechteste Preis, den man haben wird, schätze ich, das werden so 2, 3 Ethereum sein. Wenn man in den Preispool kommt. So, das sieht doch mal wieder, Lux Rare, das dürfen wir hier nicht überbewerten, ne? Falls hier ein paar Wash Trades stattgefunden haben, ich kann das immer noch nicht richtig valuieren, ob das jetzt korrekt ist oder nicht. OpenSea mal wieder ein bisschen im grünen Bereich, ist schön. Puh, Magic Eden, ganz schön abgekackt hier auf die 9. Die waren die ganze Zeit immer auf der 4. Sind sie vielleicht in den letzten 7 Tagen noch, aber mussten ganz, ganz doll leiden. Das freut mich, dass das hier mal ein bisschen nach oben geht. Das müssen wir nicht beachten. Das ist auch nicht schlimm. Top Shot. Alles easy. Block to Bay. Axie. Autsch, 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 autsch. Solana, bisschen im Plus. Da sollten wir schon hier drauf achten. Das ist erstmal wichtig, dass wir hier die Trader Base bei den Solana-Marktplätzen, dass wir die mal bekommen. Plus 26% ist aber auch nur, ist nicht viel, aber egal. Weiter, weiter, weiter. Heket Nunk. Was sagt Object? Oh Gott, da ist wohl irgendwas. Das war wahrscheinlich einer von den Kollegen, die wir eben gesehen haben. Achso, obwohl es sind 4.800 Dollar und das sind 1.100%. Ja, nein, ich habe nichts gesagt. Ja, das, sieht alles so, ja, es sieht so aus wie die letzten Tage, alles noch sehr durchwachsen. Es scheint so, als ob die Ethereum-Marktplätze sich mal wieder ein bisschen erholen. Aber auch nicht alle, ne? Guckt euch Top Shot an. Solana-Marktplätze scheinen sich ein bisschen zu erholen. Atomic hatte, glaube ich, gestern ein ziemlich gutes Plus, deswegen sieht das ein bisschen böser aus, als es sein soll. Das sollte uns auch nicht beeinflussen. Ich würde sagen, das war es für heute. Bei mir im Portfolio hat sich nichts Neues getan. Ihr wisst ja, Internet Game geht nächste Woche los. Dann haben wir die Alpacadabras. Da habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt. Da müsste der Mint auch in ein paar Tagen sein. Ein Kollege meinte zu mir, 25.02. Das eruiere ich aber nochmal. Und denkt dran, hier die Snoop-Avatare würde ich mir gönnen. Also ich probiere das, glaube ich, wenn ich irgendwie nochmal ein bisschen Geld locker bekomme. Naja, ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Versuche ich mir auf jeden Fall ein Minimum einzuholen. 2 wären natürlich am besten. Warum? Genau, ein
für das Doppelte verkaufen und dann haben wir den anderen umsonst, meine Damen und Herren. Und jetzt nochmal ganz kurz, wichtiges, es ist wirklich wichtiges. Als erstes, genau, würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn wir mit euch zusammen wachsen und gedeihen können. Bedeutet, einmal bitte die Sendung liken, Kanal abonnieren, Benachrichtigungsglocke abonnieren, uns auf Twitter folgen, uns auf Insta folgen. Auf Twitter sind wir definitiv aktiver. Unsere Sendung gerne, sehr gut für den Algorithmus, teilen auf Insta oder auf Twitter. Wenn ihr das macht, vergesst nicht, uns zu verlinken und ballert die Kommentare voll, wenn ihr Fragen habt oder einfach nur für den Algorithmus. Alle Sachen, die ich euch gerade gesagt habe, sind sehr wichtig und helfen uns, in den Algorithmus von YouTube zu kommen, damit wir eine größere Reichweite bekommen. Und das andere ist, wir werden wieder ein paar Änderungen vornehmen. Vielleicht könnt ihr es nicht mehr hören. Ich hoffe, ihr könnt es noch hören, denn wir haben ja gesagt, wir haben angefangen so ein bisschen aus dem Blauen heraus und deswegen wird es öfter Veränderungen geben. Ich denke, dass wir im Moment zu oft senden und ich denke auch, dass diese News-Sendung, die wir gerade haben, diese reine News-Sendung vielleicht noch ein bisschen zu früh für den deutschsprachigen Raum ist. Wir möchten davon aber nicht abgehen, wir möchten weiter noch eine News-Sendung bleiben. Das bedeutet, spätestens nächste Woche fangen wir an, Montag und Donnerstag oder Freitag, da müssen wir nochmal gucken, wahrscheinlich wird es Donnerstag werden, Montag, Donnerstag und Sonntag werde ich live gehen, Montag, Donnerstag mit den News und Sonntag, wie immer, Wochenrückblick und dann gehen wir mit euch zusammen, lassen wir mit euch zusammen die Woche Revue passieren und ihr könnt mir Fragen stellen, das bleibt. Und in den anderen Tagen dazwischen, da werden dann tatsächlich jetzt endlich mal unsere Videos kommen, wo ich erkläre, was Web3 ist, was eine Blockchain ist. Wir werden uns auch mal Coins angucken. Vielleicht werde ich das VeChain-Gelöt nochmal rausholen, das nochmal neu machen. Werde euch andere Coins vorstellen, wie zum Beispiel Phantasma. Da könnte ich auch mal eine kleine Sendung drüber machen, über die Decentraland etc. Was ist Metaverse? Es gibt sehr viele Themen, die wir noch zu besprechen haben. Und das würden wir dann quasi als, ich nenne es jetzt mal als Lückenfüller, in der Woche einbauen. Das wäre so der Grundplan, den wir haben. Wenn es da Veränderungen geben sollte, sage ich euch natürlich nochmal Bescheid. Aber ihr sollt natürlich auch die Ersten sein, die davon in Kenntnis gesetzt werden. So, das war es erstmal von meiner Seite. Wir sehen uns morgen erstmal, ganz gewöhnlich, morgen wieder. Und wenn ihr mal eine Sendung verpasst haben solltet, ich glaube, jetzt sind die beiden Wochenrückblicke drin. Hier ist normalerweise immer der letzte Wochenrückblick und hier die letzte Sendung. Und da gestern die letzte Sendung der Wochenrückblick war, ist ihr. Bis morgen, Trade Wake, habt euch wohl. Mamba, out.